Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, dein täglicher Nachrichtenüberblick zur Elektromobilität mit Insights aus meinem Leben als Elektroautofahrer. Heute haben wir in den E-Auto-News die wahren Hintergründe der Produktionsverzögerung beim Tesla Model 3 und wie Deutschland helfen kann, diese Probleme zu lösen. Ihr erfahrt heute, wenn ihr ein Tesla Model 3 reserviert habt, wann es voraussichtlich in Deutschland für euch verfügbar ist. Und wir sprechen über das vierte Ultraschnellladenetzwerk, das durch die ganzen Ankündigungen der anderen drei in Vergessenheit geraten ist, aber auch schon an Start ist. Also, auf geht's zu den E-Auto-News. Heute habe ich wieder richtig viel. Ich muss mich beeilen, damit ich das in der Zeit hinbekomme. Auf geht's! Fangen wir mit der ersten interessanten Nachricht von Renault an. Und zwar soll es eine leistungsstärkere Version der Zoe geben, die 12 kW mehr Leistung hat. Ob es Änderungen auch beim Batteriepaket gibt, bei der Ladegeschwindigkeit und so weiter, ist unbekannt. Ich vermute mal nur, dass hier einfach eine leistungsgesteigerte Version in den Umlauf kommt. Auch bezüglich der Verbrauchswerte ist noch nichts klar. Aber offensichtlich möchte Renault auch in Zukunft seine Zoe interessant machen. Gestern hatten wir ja gerade gehört, dass die Preise gesenkt werden. Vielleicht will man über die stärkere Motorisierung dann auch wieder eine höhere Marge bekommen, indem man dann dort einen höheren Preis durchsetzen kann und es dann eben eine schwächer motorisierte Variante und eine stärker motorisierte Variante gibt. Eine weitere interessante Information habe ich hier von Electrif.net aus Portugal gelesen, und zwar wird dort bei EFAKEC die Schnellladerproduktion ausgebaut, und zwar auf jährlich 3800 Schnelllader. Es ist sogar möglich, das auf 9600 zu steigen. Und das ist natürlich eine sehr interessante Information, weil wir ja dringend einen Ausbau des Schnellladenetzes uns wünschen, damit mehr Möglichkeiten für die Ladung unserer Elektroautos vorhanden sind. Oder alle die, die überlegen, ein Elektroauto zu kaufen, die wissen in Zukunft, es wird genug Lademöglichkeiten geben, sodass es keine Probleme oder unnötige Verzögerungen gibt. Und hier ist sozusagen die Grundlage zu finden, nämlich dass die Produktion der Schnelllader aufgestockt wird. Wo wir gerade beim Ladenetzwerk sind, möchte ich euch noch den vierten im Bunde der Ultraschnellladenetzwerke zeigen. Das habe ich hier bei Electric entdeckt. Und zwar ist es so, dass Renault Nissan auch ein Ultraschnellladenetzwerk aufbaut. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ist an mir völlig vorbeigegangen. Lag unter anderem auch daran, dass die anderen Schnellladenetzwerke wie Ionity, Ultra E, Mega E zu dem gleichen Zeitpunkt veröffentlicht worden sind und offensichtlich bessere Marketingabteilungen haben. Sodass jetzt das Netzwerk eVia Flex E, liegt vielleicht auch am Namen, der ist etwas komplizierter als der andere, völlig untergegangen ist. Und zusätzlich ist es so, dass wir jetzt ja auch nicht über 400, 500, 600, 1000 oder wie viele Schnell- oder Ultraschnellladestationen sprechen, sondern wir sprechen über 14 Schnellladestationen, die aber auch wieder 150 bis 350 kW Ladeleistung bieten. Das heißt, wir haben hier eine schöne Ergänzung des vorhandenen Ultraschnellladenetzwerks, und für mich wird es langsam deutlich, dass in den nächsten Jahren dann auch für die dann vorhandenen Elektroautos ein sehr gutes Ultraschnellladenetzwerk zur Verfügung steht, sodass man eben halt nicht immer nur auf Tesla angewiesen ist, also sprich die Supercharger nutzen muss, wenn man schnell über große Strecken fahren möchte. Also das finde ich ganz gut, denn Wettbewerb belebt das Geschäft, das hilft auch Tesla besser zu werden, hilft den anderen besser zu werden, und letztendlich ist es für uns als Verbraucher, als Anwender, als Autofahrer, Elektroautofahrer die beste Sache, wenn verschiedene Netzwerke hier miteinander konkurrieren und wir dann den günstigsten oder besten Anbieter wählen können. Denn hätten wir jetzt nur eine Alternative zum Supercharger-Netzwerk, hätten wir wieder das Problem, dass die Anbieter dort Preise durchdrücken können, die ja jenseits von Gut und Böse sind und nachher das Elektroautofahren teurer machen als das Verbrennerautofahren. Also eine interessante Nachricht, und ich fand es immer auch spannend, einfach mal so den Überblick zu sehen, dass es wirklich vier Ultraschnellladenetzwerke mittlerweile gibt. Kommen wir zu dem Artikel, den ich sehr interessant fand und der auch die Infos deckt, die ich gestern in dem Video von Uwe von T&T Tesla gehört habe. Und zwar geht es um die wahren Gründe der
Produktionsprobleme beim Model 3. Und zwar gibt es dort zwei Punkte, die zu dieser Verzögerung geführt haben. Zum einen ist es so, dass die Batterieproduktion zur Verzögerung geführt hat. Und zwar ist es so, dass dort vier Zonen, also ich denke mal Arbeitsschritte oder Zonen, das wird vermutlich in diesem Produktionsprozess eine zusammenhängende Folge von Arbeitsschritten sein. Und insgesamt gibt es also vier Zonen, in denen die Batterieproduktion stattfindet. Und bei zwei Zonen gab es Probleme mit den Systemen, die Tesla sich dort gekauft hat. Denn diese Produktionsstraßen sind ja so wie kleine Werkstätten, an denen dann bestimmte Sachen gemacht werden. Und an zwei dieser Stationen gab es Probleme. Und deswegen musste Tesla also diese zwei Zonen neu gestalten und hat das jetzt auch in Eigenregie gemacht. Und da kommt Deutschland ins Spiel, und zwar die Firma Grohmann, die hatte Tesla ja letztes Jahr gekauft. Und die bauen jetzt die Zonen nach, haben das auch in Deutschland schon gemacht. Also das heißt, der Produktionsprozess vom Tesla Model 3 ist in Deutschland, ich sag mal, im Trockenlauf schon vonstatten gegangen. Das funktioniert nach Aussage von Elon Musk auch wunderbar. Und jetzt wird die gesamte Anlage, die in Deutschland Probe aufgebaut wurde, wieder nach Amerika verschifft, nachdem sie dann erstmal in Einzelteile zerlegt wird, und im März soll sie da ankommen. Also da sieht man mal, was für Zeiträume dort dann durchaus entstehen, wenn es Probleme in der Produktion gibt. Das Interessante ist, dass wohl durch diese neue Produktionsabläufe, die Tesla intern jetzt für sich erstellt hat, eine Vervierfachung der Produktionskapazitäten erfolgen kann. Also das heißt, sie können sozusagen viermal so viele Batterien bauen wie vorher. Und das ist natürlich sehr interessant. Und zwar so interessant, dass Tesla sagt, wir geben euch zum Beispiel in Form einer Lizenzvereinbarung die Möglichkeit, von diesen Prozessen, die wir hier gelernt haben, zu profitieren. Das heißt also, klassische Autohersteller oder auch Startups haben die Möglichkeit, sich diese Fertigungsprozesse, die Tesla dort jetzt entwickelt hat, mit Grohmann zu eigen zu machen und zum Beispiel für die eigene E-Auto-Produktion zu nutzen. Also das fand ich sehr interessant, dass Tesla hier auch wieder ein weiteres Geschäftsmodell wittert. Der zweite Bereich, in dem es zu Verzögerungen gekommen ist, ist die Teilebeschaffung, aber jetzt nicht bei den Zulieferern, sondern die Teile, die innerhalb dieses Produktionsprozesses hin und her geschafft werden, transportiert werden. Und da hat Tesla festgestellt, dass es durchaus sinnvoll ist, das nicht durch Roboter machen zu lassen, sondern Menschen. Das heißt also, die Menschen sind dort erstaunlich schnell und effizient, nach Aussage von Elon Musk, und transportieren die Teile hin und her. Das wird wahrscheinlich in Zukunft dann noch anders laufen, wenn dort auch die Produktionsprozesse angepasst sind. Ja, der Artikel hier vom Manager Magazin, ihr merkt schon, ist sehr umfangreich. Lest euch den mal in Ruhe durch. Da kann man viel über die Automobilproduktion und natürlich auch über Tesla lernen. Es sind insgesamt zwei Seiten, die detailliert Informationen darüber geben, warum die Produktion sich verzögert hat und wie Tesla die Probleme gelöst hat oder lösen wird. Und insofern ist Tesla sich also sehr sicher, dass die geänderten Angaben zum Produktionsvolumen gehalten werden können, also sprich jetzt zum Ende des Quartal 1 bereits die prognostizierten Verkaufszahlen bzw. Produktionszahlen dann erreicht werden können. Für uns ist natürlich viel interessanter, und das habe ich bei Tesla Mag gefunden, wann für die deutschen Reservierer vom Tesla Model 3 das Model 3 nach Deutschland kommt. Und die Auslieferung, das haben jetzt einige von den Bestellern, den Reservierern schriftlich mitgeteilt bekommen, ist nicht vor 2019 zu erwarten. Was allerdings interessant ist, es gibt ja verschiedene Zeitpunkte, zu denen die Menschen das Model 3 reserviert haben. Ne, zum Beispiel einige haben am 1.4.2016, das war sozusagen der erstmögliche Zeitpunkt, wann reserviert werden konnte, reserviert. Andere haben es später gemacht, zum Beispiel erst 2017. Und für alle, also fast ein Jahr Reservierung, ist als Auslieferungszeitpunkt
2019 genannt worden, Anfang 2019. Also das heißt, Tesla baut hier wirklich die gesamte Produktionskapazität auf und skaliert sie, also multipliziert, weitet sie nach oben aus, sodass hier alle sehr zeitnah die Model 3 bekommen. Denn wenn ich richtig informiert bin, haben ungefähr 30.000 Menschen in Deutschland ihr Model 3 bestellt, also reserviert. Und insofern, wenn wir uns überlegen, die Produktionskapazität soll ja dann entsprechend, ich vermute in dem Zeitraum, ist das vielleicht eine Produktionskapazität von einem Monat oder so, die ganzen deutschen Vorbestellungen abdecken kann. Also das heißt, da macht das wieder Sinn, dass innerhalb von einem Monat dann die gesamten Vorbestellungen abgearbeitet werden können, sollten natürlich nicht andere dort noch abgedeckt werden. Es wird ja so sein, dass einige, die reserviert haben, dann doch von ihrer Reservierung zurücktreten. Andere wollen dann vielleicht die kleine Batterie, die es noch nicht gibt. Weitere wollen den Allradantrieb. Also insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Vorreservierer relativ zeitnah, also in einem gleichen Zeitraum, dann ihr Model 3 hier in Deutschland bekommen. Und ich bin echt gespannt, wie das dann sein wird, wenn hier viele Model 3 nach Deutschland kommen. Und ich hoffe, und da werde ich auch nochmal mit dem Store Manager sprechen, dass dann die Thematik Supercharger-Nutzung hier auch wirklich geklärt ist. Denn auf der Hinfahrt nach Sölden haben wir 7-mal geladen und 3-mal konnten wir nicht mit voller Geschwindigkeit laden, weil der Supercharger voll war. Und das ohne, dass irgendein Model 3 auf den deutschen Straßen ist. Und nur mal so als Hintergrundinformation euch die Dimensionen deutlich zu machen. 30.000 Elektroautos, die vorbestellt worden sind, also Model 3, sind so viele Elektroautos wie 2016 überhaupt in ganz Deutschland zugelassen worden. Also das heißt, die Zahl verdoppelt sich durch die Elektroautos, die Model 3, die dann hier nach Deutschland kommen. Also da kommt eine große Menge an Elektroautos und dementsprechend muss das Supercharger-Netzwerk ausgebaut werden und muss Tesla für sich eine Lösung finden, wie sie das mit der Ladesäulenverordnung in Deutschland klärt. Und das werde ich nochmal versuchen in Erfahrung zu bringen, denn das interessiert mich wirklich, denn wenn ich in Zukunft immer wieder am Supercharger warten muss oder nicht mit voller Geschwindigkeit laden kann, dann ist das natürlich ein echter Nachteil. Was ich auch ganz wichtig finde, gerade für alle, die ihr noch ein Auto mit Verbrennungsmotor fahrt und überlegt, ob ihr ein Elektroauto kaufen wollt, dass in den E-Auto-News nicht immer nur darüber gesprochen wird, wie toll die Elektromobilität ist, sondern dass es auch wirklich Einsatzfälle gibt, in denen ein Elektroauto keinen Sinn macht. Und deswegen habe ich euch hier einen Artikel von ecomento.de rausgesucht, und zwar geht es darum, dass die Ulmer Entsorgungsbetriebe gerade einen Elektrotransporter, und zwar den Street Scooter, im Test haben. Und wie es bei kommunalen Betrieben häufig so ist, werden erstmal ausgiebige Tests gemacht. Das empfehle ich euch als Privatperson oder Unternehmen auch. Testet wirklich ausgiebig das Auto, was ihr in Zukunft nutzen wollt. Ihr werdet sowieso nicht 100% das im Test herausfinden, was dann in der Zukunft euch erwarten wird, aber zumindest eine grobe Idee werdet ihr haben. Und wenn ihr zum Beispiel gerade überlegt, euch ein Elektroauto anzuschaffen und weitere Informationen braucht, dann könnt ihr auch gerne mich ansprechen und ich gebe euch dann die Infos weiter, die ich zu dem Thema habe. Jetzt aber zurück zu den Entsorgungsbetrieben. Ulm. Und zwar haben die das Problem gehabt, dass die Street-Scooter nicht das Anforderungsprofil erfüllt haben. Denn das Problem ist, dass sie durchaus 150 Kilometer pro Tag fahren und der Street-Scooter hat nur eine Reichweite von 80 Kilometern. Das heißt, teilweise war das Auto dann nur von 7 bis 12 Uhr im Einsatz und konnte dann nicht weiter betrieben werden. Und das ist natürlich ein No-Go, insbesondere weil der Street-Scooter ja auch keine Schnellladung hat, also nicht irgendwie zwischengeladen werden kann, sondern dann, ich glaube, 6 oder 8 Stunden an der Steckdose hängen muss. Das gleiche oder ein weiteres Problem war, dass auch die Ladekapazität nicht gereicht hat, also die Zuladung bzw. die Größe der Zuladung. Denn wenn jetzt hier zum Beispiel viel Müll transportiert wird, das sind 700 Kilogramm,
dann kann der Street Scooter diese zusätzlichen Lasten nicht transportieren. Also ihr merkt an dem Beispiel, deswegen habe ich ihn hier mit reingenommen, es ist wirklich wichtig, dass ihr ganz genau schaut, was habt ihr mit dem Elektroauto, ich sag mal, im allgemeinen Fall vor. Also sagen wir mal, 95% eurer Fälle sollten durch dieses Elektroauto abgedeckt werden, was ihr sucht. Dieses Beispiel, was man immer wieder in Foren liest, so nach dem Motto, ich fahre zweimal im Jahr 1200 Kilometer ohne Pause, welches Elektroauto schafft das? Das fällt natürlich raus, denn das ist völlig illusorisch. Du musst, wenn du von einem Auto mit Verbrennungsmotor umsteigst auf ein Elektroauto, musst du auch dein Fahrverhalten ändern. Das ist einfach so. Das ist, und das wirst du merken, wenn du es machst, viel besser und leichter, als man denkt. Denn zum Beispiel die Fahrt hier nach Sölden, wenn ich mir überlege, ich habe 17 Stunden für die Fahrt gebraucht. Eigentlich eine Wahnsinnsfahrt. Wenn du die mit einem Auto mit Verbrennungsmotor fährst, bist du völlig fertig. Ich war nun auch nicht mehr taufrisch. Klar, 4 Uhr morgens losgefahren, 21 Uhr angekommen. Da ist man auch im E-Auto nicht mehr frisch. Aber ich war noch so entspannt, dass ich hier erstmal ganz normal einchecken und das Ganze machen konnte. Also ich war nicht völlig fertig, sondern entspannt, weil ich immer alle 2 Stunden, 1,5, 2 Stunden eine Pause gemacht habe, teilweise nur eine Viertelstunde. Aber das hält die ganze Zeit frisch und dementsprechend ist die Umstellung auf dem Papier erstmal sehr groß. Und man denkt so, wie wird das überhaupt? Das ist ja total nervig. Aber in der Praxis ist das dann durchaus anders. Aber wie das für dich ist, das kannst du nur erfahren, wenn du eine Probefahrt machst, wenn du weite Strecken fährst, wenn das dein tägliches Fahrprofil ist. Oder eben halt in die Stadt fährst und guckst, macht es Sinn, da zum Beispiel mit dem Model X zu fahren, was so breit ist, dass du überhaupt nicht ins Parkhaus kommst. Also teste dein Elektroauto, was dich interessiert. Nur so kannst du wirklich herausfinden, ob das was für dich ist. Denn die Vorstellung bringt dir nicht das realistische Bild. Und das sehe ich immer wieder, wenn ich Leute mitnehme im Elektroauto. Die sind total begeistert, weil du das selber erfahren musst und nicht von anderen hören kannst. Dann so nach dem Motto, ja, weniger Vibration, weniger Geräusch. Ist schön, aber du erlebst es nicht. Oder schnelle Beschleunigung ohne Lastwechsel. Ja, musst du erfahren. Also mein dringender Tipp an euch, wenn ihr euch für Elektroautos interessiert, testet sie. Überlegt genau vorher, wofür ihr das Elektroauto braucht. Insofern finde ich zum Beispiel gut, dass einige Hersteller das anbieten, dass man dann zweimal im Jahr für 2 oder 3 Wochen ein Auto mit Verbrennungsmotor kostenlos mit dazu bekommt, wenn man ein E-Auto kauft. Das deckt eben halt genau diese Fahrt 1200 Kilometer am Stück ohne Pause ab. Und dann kannst du mit dem Elektroauto die restliche Zeit ganz entspannt fahren. Ja, soweit von den E-Auto-News heute. Heute ist die letzte Sendung hier aus Sölden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit mir auf dieser Skireise. Ich werde mal schauen, ob ich die Rückfahrt auch filme und gucke, ob da irgendwelche interessanten News zu erwarten sind. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Abonniert meinen Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und stellt vor allem die Benachrichtigung ein, damit ihr immer die Information bekommt, wann ein neues Video oben ist. Denn das ist immer um 18 Uhr jeden Tag von Dirk Henningsen, das E-Auto-Vlog. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.